Nach Tagen konnte er zum ersten Mal ausschlafen, obwohl Insekten seine Nachtruhe gestört haben. Ah ja, bin ja gestern reingekommen, aber habe da eine russische Kakerlake gehabt, nicht? Deswegen muss ich schauen, ob das vielleicht noch nicht da ist, muss ein paar Schimpfe, ein paar Mitbewohner haben. Wissen Sie, ich muss nichts zahlen, nicht? Und da war russische Kakerlaken gehabt, die wieder rausgehört, die wir gleich zertreten, die liegt eh da vorne am Boden. Was haben Sie jetzt vor? Jetzt geh ein bisschen joggen. Ein bisschen schauen, oder? Ein bisschen dummrennen. Dass wir ein bisschen was sehen. Weil überall, wo ich hinfahre, in jedes Land gehe ich joggen eigentlich. Ist es für Sie regenerativ nach einer ausschweifenden Nacht? Ja, ich brauche ein bisschen Sport. Ich kann nicht nichts machen, ich muss immer was machen. Immer in Bewegung sein. Wer rast, der rostet, sagt man nicht. Das wäre eigentlich für Herrn Langam auch ein Thema. Naja, der ist unsportlich, der Peter. Der Peter ist kein Sportler. Der Peter ist ein Sport, ist nur Saufen. Das ist der einzige Sport, was der Peter macht. Alkohol. Sonst macht er keinen Sport. Bei über 30 Grad im Schatten empfehlen die Einheimischen in der Mittagshitze nicht in die Sonne zu gehen. Mario Orsulic stört das wenig, denn für ihn ist ein durchtrainierter Körper alles. Laut eigener Aussage sind seine Muskeln ein Frauenmagnet und für seinen Erfolg in der Damenwelt verantwortlich. Sein Fitnesstraining wird jedoch durch die ukrainische Umwelt beeinträchtigt, da er sicher ist, die Umgebung sei mit Pestiziden verseucht. Wie geht's Ihnen jetzt? Ja, super, aber nur jeder Schritt steht für 5 cm Eis hinten im Brunnen. Lauter Schlamm bin ich reingestiegen. Ich glaube, ich habe alles verseucht, oder? Ich glaube, es ist ein Öl irgendwo drinnen. Ich habe ein Ölloch gefunden. Morgen steht die Pipeline drauf. Dann bin ich reich. Meinen Sie, sind sportliche Männer bei Frauen erfolgreicher? Ich glaube schon, sportlich, was mindestens mal austrainiert sind. Das sehen die Frauen nicht. Sie schauen schon ein bisschen am Körper vom Bau. Sie suchen, was schlank ist, glaube ich. Und umso älter man ist, umso mehr schauen die Frauen nachher, dann muss man wirklich austrainiert ist, nicht? Weil bis 25, 30 kann jeder austrainiert sein. Aber mit 50, 60 nachher dann austrainiert sein, das ist eine Kunst. Und stinkend ist das Wasser irrsinnig. Die gehen dort rein, Alter, da schwimmt das Öl und der Dreck drinnen, weil da brummt sie nicht einmal rein. Wahrscheinlich Abwasser. Abwasser, Öl, alles. Alles. Das ist schwarz. Das ist mit dem Wasser nichts mehr zu tun. Da schwimmt nur der Dreck und wirklich, ich glaube, nur das Öl drinnen umeinander. Ich glaube, da lassen sie den Dreck um oder was. Das ist so eintreckend alles. Ich glaube, das ist verseucht, wenn sie den Boden da messen werden. Mittagessen mit dem dritten Österreicher im Bunde, Mario Orsulic. Während des Festivals werden leerstehende Häuser zu Restaurants umfunktioniert. Diese werden nur von Touristen besucht, weil sie den Ruf haben, keine hygienischen Richtlinien zu befolgen. Hey, sorry, we makes hungry. Also, who is the restaurant? Прямо и right. Okay. A good restaurant? Good? Oh, nicht mehr. Okay, thank you. Okay. Das Dorf Popovka, in dem das Festival jedes Jahr für 6 Wochen stattfindet, hat eine schlechte Infrastruktur. Immer wieder gibt es Probleme mit der Strom- und Wasserversorgung. Aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen ist auch die Nahrungsaufnahme sehr heikel. Einheimische empfehlen bei empfindlichem Magen nur Obst und Gemüse zu essen. Hereinspaziert. Jawohl, da sind wir richtig. Was der Frieste überhaupt damit auf den Dreck?
Da es aufgrund der schlechten Stromversorgung immer wieder vorkommen kann, dass Kühlgeräte ausfallen, empfiehlt es sich, kein Fleisch zu essen. Die drei Österreicher nehmen darauf keine Rücksicht und haben sich drei Wiener Schnitzel bestellt. Es ist passt eigentlich alles, nur halt von den Frauen her schwer zum irgendwie zum Aufreißen. Sehr schwer. Woran scheitert? An der Sprache. Sprechen doch einige Englisch? Nicht viele, wenn dann nur bruchteilmäßig. Mario Orsulic hat zwar keine Probleme, sich mit Frauen zu verständigen, dafür ärgert er sich über die mickrige Portion. Das Essen war gut, aber zu wenig. Kinderportionen. Was wie genügend so kleine Portionen gibt oder was. Bei uns ist es anders. Bei uns sind die Schnitzel drin so groß. Allein für die Preise her, was die verlangen für Hotelzimmer oder was und das. Und das Meer ist auch eiskalt, muss ich sagen. Das Meer ist auch zum Scheißen da. Ist zwar rein, ist auf ein paar Quallen, was ich da nicht gesehen habe, wo wir umschwimmen. Aber da fahre ich lieber woanders hin. Da fahre ich lieber auf Zypern oder was, Eidenapa oder was, oder auf Thailand. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da ausgenommen werden? Da werden eigentlich, glaube ich, alle Touristen ein bisschen ausgenommen. Auf wirklich auf Mur sind die zwei Monate, was sie da offen haben oder was, den Leuten wirklich das Geld wegnehmen. Die Preise sind extrem teuer, weil die Flaschen Bacardi da kostet 60 Euro. Man sind schon stolze Preise. Für das Land finde ich das eigentlich extrem stolz.